Ja, das ist die Ausbeute für Tiny ja sehr tiny. Ne? Ja, habe ich das? Ja. Bitte sag nichts. Ich hab's nicht so gemeint. Ja, es tut mir ja selber weh im Ohr irgendwie, wenn ich das so höre. So, okay, da drin ist noch was für Tiny. Ja, dann werden wir ihm nochmal hier Tiny Mini Power machen. Hui. Wobble, 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 wobble. Snounch. Ja, Snounch ist ein Soundeffekt hier. So, Tiny läuft wieder automatisch. Und wir haben... Tollerweise... Ja, oh. Ach, hey. Ein Minispiel. Ach ja. Okay. Moment. Also wir müssen wahrscheinlich... Okay, jetzt hier das treffen. Hui. Was? Was? Ich hab's doch bitte getroffen, oder? Oh. Ah, das ist doof. Okay, das geht dann immer wieder... Goldene Banane. Was bitte? Das war doch bitte getroffen. Willst du mich jetzt verarschen? So. Okay, ich muss wirklich in die Mitte treffen. Ah, jetzt haben wir schon akzeptiert. Okay. So. Ach komm, das war doch wohl getroffen, oder? Warum akzeptiert er das nicht als getroffen? Willst du mich jetzt verarschen? Spiel? Hm? Ah, das hat gepasst. Ah, interessant. Okay. Ja, gut. Okay, wir haben es geschafft. Egal, ich habe keine Ahnung. Also hier, also die Trefferabfrage, ich habe keine Ahnung, warum, wie, das war jetzt echt komisch. Aber, naja, ich habe die Banane erhalten, also pff, alles halb so wild. So, gut. Ui, eine Fee erscheint. Das ist ja toll. Also wir müssen ja wieder klein werden. Warum erscheint die erst jetzt? Merkwürdige Dinge passieren. Ja, das bedeutet, dass wir nochmal schnell zu Funky zurückfunkieren müssen. Und uns die Fee noch holen, ja. So. Also, nein, nicht. Die wollen wir natürlich nicht abschießen, ja, die arme Fee. Es reicht, wenn wir die mit dem Fotoapparat treffen, ja. So, jetzt hoffe ich nur... Oh, eine Fee. Ach, guck mal. So. Haben wir jetzt gleich... Oh, auch gleich auf Anhieb geschafft. Sehr schön. So, toll. Achso. Da. So, die füllt mir alles wieder schön auf und jetzt haben wir 12 Fotos. Also mit jeder Fee, die wir erhalten, erhalten wir einen Fotofilm mehr, wie es aussieht. Und wir haben jetzt offensichtlich in dem Level, ja, beide Feen schon gefunden und die Battle-Krone schon gefunden. Das ist schön. Ja. Gut, wir sind auf jeden Fall gut unterwegs, ja, in dem Level, kann man so sagen. So, ja gut, dann gehen wir nochmal hier in Research and Development Bereich. Ich vermute mal, da werden wir dann die letzten Bananen von Tiny bekommen und die letzte goldene Banane. Also sofern ich es schaffe, mit Tiny über diesen äußerst stark ausgeformten Stock hochzuklettern. Ja. So, was haben wir hier für Tiny so im Angebot? Ach ja, stimmt, da ist ja... Das sind ja sehr tinyige Dinge da. Ja, habe ich das Gefühl. So, das sind jetzt unter anderem wahrscheinlich die letzten 10 Bananen. Ja, sieht sehr gut aus. Hau ab. 9 und 10. So, und Tiny wird wieder klein. Tiny wird wieder tiny, ne? Ach, Kristallkokosnüsse erhalte ich auch mehr durch die Feen. Das ist ja cool. So, wir machen uns wieder groß. Warum habe ich mich jetzt wieder groß gemacht? Ich habe keine Ahnung. Machen wir uns nochmal klein. Ja, das sieht mir wieder stark nach einem lustigen, unter Anführungszeichen, Minispiel aus. Oje, ein Reinfahren.
Schicker Flitzer Tiny, komm, wir fahren um den großen Preis der goldenen Banane. Willst du gewinnen, musst du nach 2 Runden führen und 10 Münzen gesammelt haben. Drücke Z, um zu beschleunigen. Gebrauche Stick, um die Bahn zu wechseln. Mit A kannst du tricksen. Okay. Ah, da kann ich die Tour. Oh. Fängt ja schon gut an. Ja, geschickt am Turbo-Spot vorbeigefahren. Wieder geschickt am Turbo-Spot vorbeigefahren und ich weiche allen Münzen aus. Das ist so eine geheime Strategie von mir. Ja. Einfach nur, das mache ich öfter. Hui. Oh. Ups, ich habe ihn versehentlich kaputt gehauen. Das tut mir jetzt sehr leid. So. 10 Münzen wären gut. Ich muss hier leider am TNT kurzzeitig. Oh, er ist wieder da. Hau ab. Das kann ich auch. Achso, da schieße ich. Wow, das war ein TNT. Da schieße ich in eine Rakete. Okay, ja, und wieder am Turbo vorbei. So, Runde 2. Ich muss auf jeden Fall noch eine Münze muss ich noch sammeln. Nein. Okay. Oh, Gott sei Dank ist der so blöd und ist selber irgendwo reingefahren. Achso, ich hab nicht so viele Raketen, oder wie? So, hier sind wieder Bombenfässer. Genau, bleib da drüben und lass dich explodieren vom Bombenfass. So, und jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich natürlich nach Möglichkeit nicht ins Bombenfass reinsause. Genau, das war jetzt sehr doof. Nein, ich habe Münzen verloren. Ach, hey. So, Turbo. Boah, Gott sei Dank. Boah, das war knapp. Hätte ich jetzt mehr Münzen verloren durch die Kollision mit dem Bombenfass, dann hätte ich verloren. Naja. Aber war nicht geschafft, Gott sei Dank. Nein, welche Schande, von einem Affen geschlagen zu werden. Wenn du niemanden auf der Rennstrecke davon erzählst, gebe ich dir diesen Preis. Ja, danke. Ich werde es jedem erzählen, Jungs. Tut mir leid. So bin ich leider. Tja. Gut. Ja, haben wir das auch geschafft? Schön. Und schnell wieder weiter mit den goldenen Kristallkokosnüssen durch diesen Tunnel. Und wieder groß werden. So, dann fehlt eigentlich nur mehr noch abgeben der Blaupause. Und dann wären wir auch mit Tiny fertig. Das ist echt spannend. Ja. Echt spannend. So, komm, dann gehen wir hier durch diesen Teleporter zu Nummer 2. Ja, und dann kommt Chunky an die Reihe. Schön, dann haben wir das erste Mal hier Chunky im Einsatz und wir werden verzweifeln, weil den seine Bananen sind sehr, sehr fies versteckt. Ja, ihr habt es gesehen. Eben unter anderem auf diesen komischen Teil, der sich so dreht. Ja. Saubere Arbeit, Kong. Ja, eine weitere Banane für dich mit meiner super tollen Bananen. Auswurftechnik. Juhu, eine Banane. Donkey Kong, yeah. Gut, und raus da. So, gut, wunderbar. Also, wo ist das Fass? Hier ist das Fass. Chunky, du bist an der Reihe. Oh nein, ich will nicht, ich hab Angst. So, und... Oh. Kreisch, hallo Chunky, auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden. Quack. Warum sagt der blöde Vogel das jeden... Jetzt ist es ja mittlerweile schon klar, schön langsam. So, ich muss auf jeden Fall ganz fleißig Münzen sammeln. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal gleich mal da nach oben. Ja. Guck mal, weil... Achso, ja, das Problem ist... Chunky hat noch nicht mal seine Chunky-Kanone. Das bedeutet, komm, ich gehe erstmal. Aber wo war denn die? Bei der Nummer 5, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall Chunky jetzt mal schnell ausrüsten. Gut, wenn da die Bananenstaude von ihm ist. Ich muss gleich mal gucken. Oh, praktisch. So. Da oben zum Beispiel, da glaube ich, müsste schon was sein. Yay. Ja, der ist eben die pure Gewalt, man merkt's, ne? Die
die pure Gewalt. So, genau, dann sind gleich mal hier. Daisy und Cranky. Also Cranky werden wir gleich mal aufsuchen, ja. Oh, Cranky! Oh, ich habe einen weiteren Trank, Junkie. Komm, 3 Münzen. Ja, natürlich. Oh, was ist denn das seltsames? Giga-Gorillas, Kremlinus, Katupotus. Tja, ja, seltsame Nebenwirkungen der Trank. Oh, jetzt passt wieder. Jetzt kannst du die Spezialfässer mit deinem Gesicht drauf nutzen. Springe hinein und sei nicht überrascht, wenn du die Größe wechselst, ja? Achte aber auf deinen Vorrat an Kristallkokosnüssen, ne? Und ich hab dein Glückstag, Junkie. Keine Ahnung, wie dir das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank, ja? Komm, natürlich. Primatenpunch, Caputus Puplexus. Okay. Du Kleidier lässt doch gern die Fäuste sprechen, ja? Das hier dürfte also perfekt zu dir passen. Halte Z und drücke B, um zu vermöbeln, was dir die Quere kommt, ja? So, jetzt reicht's, aber mehr gibt's wirklich nicht mehr. Raus hier. Okay, cool, jetzt haben wir gleich 2 Fähigkeiten bekommen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt nur, dass wir jetzt keine Münzen mehr haben. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Münzchen sammeln, weil wir wollen noch ein Instrument lernen für Chunky, das wirklich perfekt zu ihm passt, das Instrument, was er lernen wird. Und natürlich wollen wir ihm auch schießen lassen, ja, der muss natürlich auch ein bisschen schießen können. Aber mit dem Primatenpunch glaube ich, dass wir, ja, jetzt zum Beispiel so Dinge wie das da aufmachen können. Yay! Sehr gut. So. Oh, Nase. Was ist das? Ist das ein Schalter? Ja. Kann ich die kaputt haben? Was ist das bitte? Warum ist da mein Gesicht drauf? Ah, okay, es war ein Schalter. Huch! Ach ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich die auch kaputt haben? Ah. Ah, okay, die okay. Moment, ich drück da mal drauf, ja. Ah, so ist das also. Gut. Aber wenn das so auch geht, dann... Whee! Ich bräuchte trotzdem früher oder später... Oh, das Licht ist wieder aus. Na toll. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Da ist mein Gesicht. Ja. Nochmal. Ich bräuchte trotzdem früher oder später, was zum Schießen, ja. Einfach, dass ich auch mit Chunky seine Waffe habe. Oh. Ach komm. Wieso wäre ich das Gefühl nicht los, dass mir die jetzt da so auf den Keks gehen, dass ich da nicht vorbeikomme? Na toll. Und ich habe noch keine Waffe. Na super. Mach das doch nicht mit deinem armen Affen. Also, okay. Komm, einmal probieren wir es noch. Ja. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann hole ich mir wirklich die Knarre vorher und schieße die Vögel runter. Ja. Kann doch nicht sein, dass man hier... Ja, geht er doch. Yay, und wir haben die erste goldene Banane für Chunky. Juhu, oh, so süß, seine Victory-Animation, voll süß. Okay, gut, aber das hat uns jetzt eine Banane und viele kleine Bananen gebracht, aber leider keine Münzen. Und ich bräuchte ein paar Münzen, damit ich mit Chunky auch die ganzen anderen tollen Sachen kaufen kann. Haben wir jetzt den Einzelteleporter eigentlich mitgenommen? Oder wie war das jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Moment, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Münzen für Chunky haben. Weil eigentlich müssten ja viele Münzen für Chunky überall herumliegen. Hier zum Beispiel, oder? Achso, nee, das ist das da. Da vielleicht? Auch nicht.
boah, diese, sag mal, diese Vögel, diese komischen Wespen, die sind ja echt ein bisschen nervig, wenn ich mit Junkie unterwegs bin. Die waren bisher noch nie nervig. Hauptsache jetzt auf einmal sind sie nervig. Seltsam. So, wo kommen wir da hin? Ah, schade, die kann ich also mit Junkie auch nicht auf Anhieb kaputt hauen. Nein, ein Ballon für ihn und ich kann nichts machen. Ach so, ah, okay, ich weiß schon, da sind wir jetzt unter... Ja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Na egal. Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Sag mal, willst du mir jetzt auf die Nerven gehen, du kleiner Robo? Ha? Kann das sein? Willst du mir auf die Nerven gehen? Na, kleiner? So, muss ich mal kurz anders hinsetzen. So. Da hinten ist auch einer gestorben. Auf amüsante Weise. Keine Ahnung, wie der das geschafft hat. Naja, schauen wir mal hier den normalen Weg. Nein, überall Ballone für Junkin. Ich kann sie noch nicht aufschießen. So. Ich muss unbedingt sofort, so schnell als möglich... Oh, Moment. Das war jetzt... Ja, das war doof. Weil da waren auch ganz viele Bananen, also... Oh, der bläst sich wieder auf, wenn er zerquetscht. Ach, süß. So. Ich muss zur Nummer 5. Teleporter Nummer 5, weil da sind wir. Da sind wir im Produktionsraum. Ich will da noch gar nicht weiter herum. Ich muss mir echt zuerst hier die Waffe für ihn holen. Geld haben wir jetzt genug. So, Storage Room. War hier Nummer 5? Nein, aber hier müsste eigentlich. Moment. Ah, jetzt sind wir wieder da. Dann war hier in der Nähe irgendwo Nummer 5, oder? Ja, komm, sei nicht lästig. Och, Mensch. Kletter. Oh. Dann war hier irgendwo in der Nähe Nummer 5. So, die Tür können wir auch einschlagen, aber das machen wir jetzt auch noch nicht. Genau, hier ist Nummer 5. Ja, Gott sei Dank, da wollte ich nämlich hin. So. Juhu. So, weil hier sind wir jetzt bei unserem besten Freund, dem Armory-Typen. Yay! Ja, wie wär's? Hier, 3 Münzen und du bekommst diese super tolle Schusswaffe. Yeah, Ananas Atomisator. Super. Ja, genau. Du schießt Ananüsse. Ja, Ananasse. Bla 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 bla. Ist dieselbe Erklärung wie immer. So. Genau. Und das war's. Hau ab. So, okay. Jetzt haben wir Schusswaffen. Das Einzige, was uns jetzt so fehlt, ist unser mega cooles Musikinstrument. Das bekommen wir aber noch nicht, weil ich will zuerst jetzt nochmal kurz nach hinten gehen und hier die ganzen Dinge, die ich jetzt verpasst habe, hier schnell einsammeln. Da. Und auch hier die Tür eintreten. Also das Ding da. Und Schlag. Ah, super. Da sind auch wieder Münzen. Das ist gut. So, jetzt haben wir zum Glück unseren Münzvorrat so weit aufgestockt, dass wir jetzt uns auch das Musikdingens leisten können. Und ein Bonusfass. Juhu, was für eine Freude. Welcome to Bonus Day. Alles oder nichts. Oder auch keine Freude. Sammle alle Münzen und erreiche danach die Zielflagge. Ja? Schaffen wir. Lass mich. Alter. Muss aber nicht sein. Die Frage, wo die sind. Sind jetzt alle schön aufgereiht? Okay, da ist das Ziel. Da. So, okay, da ist auch noch eine. Und eine ist wahrscheinlich da hinten noch, oder? In einem anderen Stichweg, den wir übersehen haben. Oder muss ich den fetten Typen besiegen? Ja, da ist noch eine. Okay, Münzen haben wir alle. Müssen wir nur schauen, ob sich das zeitlich ausgeht, dass wir noch ins Ziel kommen. Das sollte sich eigentlich schon ausgehen. Ja, 13, ja. Oh nein, die Musik wird schon wieder so stressig. Erreicht. Super, ja, es ging ja ganz gut, okay. Eine zweite goldene Banane für Chunky. Ja, super. So. Kamera, drehst du dich bitte? Danke. So. Gut, also,
Moment, wie gesagt, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal kurz hier nach unten, weil damit wir uns hier das ganze Zeugs, was wir jetzt aufgrund von fehlender Waffe nicht holen haben können. Ja, das holen wir uns jetzt nochmal schnell. Alles. War da hier auch was? Nö, da war nichts. Okay.